Ja, bei mir ist Thomas Schleim am Ende mal wieder ein klarer, souveräner Erfolg von der Mosella. Rundum zufrieden. Am Anfang war es ein bisschen schläfrig, oder wie würdest du sagen? Ja, wird schon noch nicht mal so mitgehen. Also ich finde eigentlich, dass wir eine gute erste Halbzeit gespielt haben. Klar, man kriegt halt 1-0 durch einen langen Ball, der irgendwie mal durchflutschen kann. Aber die Jungs sind geduldig geblieben, haben die Räume gesucht. Was man vielleicht bemängeln kann, ist so die Zielstrebigkeit im letzten Drittel. Da gebe ich dir so ein bisschen recht, aber ich finde, das Bällchen ist gut gelaufen. Am Anfang war der Platz ja noch ein bisschen feucht und sind dann auch mit 3-1, denke ich, souverän in die Pause gegangen. Ich habe heute noch mal eine Marke geknackt, eben mit Marc Pitsch gesprochen. 100. Tor, was für ein direkt verwandelter Eckball. Ist das auch noch mal eine Sache, über die man sich freut, oder ist das nur reine Statistik? Oder? Nee, absolut. Also 100 Tore knacken haben wir letztes Jahr das erste Mal, glaube ich, in der Mosella-Geschichte. Jetzt haben wir das wiederholt, sogar zu einem sehr frühen Zeitpunkt, wie ich finde, in der Saison. Ich glaube, darüber kann man sehr stolz sein, über die Toreausbeute, die wir aktuell erzielt haben. Und bin im Moment mit den Jungs super zufrieden. Jetzt gegen Ruwertal könnt ihr den nächsten Schritt machen, aber ist ja nur noch eine Frage der Zeit, bis es jetzt soweit ist, denke ich mal, ne? Ja, klar, rechnerisch oder der Punktepolster ist dick gefüllt, sagen wir mal so, für jetzt die letzten Aufgaben. Da wollen wir auch nichts mehr aus der Hand geben. Wollen so schnell wie möglich klar machen. Ruwertal kämpft ja um Platz 2 mit 2, 3 anderen noch. Die werden mit Sicherheit top motiviert sein, aber ich sehe es so, dass die nächste Woche schon mehr zu verlieren haben. Aber wir wollen natürlich auch zu Hause am Winzerkeller nachlegen.